Ja, Vlad, vielen Dank für deine Zeit heute. Du bist Gründer von Konox, zusammen mit deinen Mitgründern. Ja. Und du bist am 28. Juni mit dabei beim 5. Corporate Startup Meetup München zum Thema Mittelstand meet Startups, Deutschland Sorgenkind der Innovation. Konox, eins der innovativsten Startups in München. Was macht ihr konkret? Wir helfen Bahnunternehmen, vor allem Infrastrukturnetzbetreiber, den Betrieb ihrer Infrastruktur zu verbessern. Also genauer gesagt, wir haben Devices im Feld, die Daten aufnehmen. Diese Daten werten wir das aus und sagen der zum Beispiel DB Netz, wann genau eine Weiche gewartet werden muss. Dadurch können Züge früher ankommen, werden Kosten reduziert und allgemein die Qualität des Bahnbetriebs wird erhöht. Also ihr beschäftigt euch mit Daten, Datenauswertung. Wie kamt ihr auf die Idee? Also ganz ursprünglich haben wir alle, ich und auch meine zwei anderen Mitgründer, haben viel in dem Industriebereich gearbeitet. Haben festgestellt, da gibt es einfach viele Potenziale, die nicht erschöpft werden heute. Vor allem der Umgang mit Daten entspricht nicht, was wir uns vorstellen, wenn wir an BMW denken, wenn wir an Deutsche Bahn denken. Das hört sich als sehr innovative Unternehmen, aber da gibt es viele Daten-Silos, die einfach rumliegen, die nicht ausgewertet werden, um den operativen Betrieb zu verbessern. Das hat uns zu dritt zusammengebracht, haben uns dann angeschaut, was gibt es Anwendungsfelder in der Industrie und sind dann durch eine ziemlich, also fast ein Jahr Untersuchung dann auf den Bahnbereich gelandet und begeistern uns jetzt seit 2 Jahren dafür, weil einfach das eine Industrie ist, die so viel Impact hat auf den Menschen selbst. Ja, durch Deutschland fahren ja täglich 7 Millionen Menschen in Zügen und wir durch eine ganz intelligente Technologie dort einen starken Mehrwert liefern können. Jetzt helft ihr der Industrie, aus den Daten was zu machen. Wir beschäftigen uns am 28. ja auch nochmal speziell mit dem Mittelstand. Warum glaubst du, dass gerade der ingenieursnahe Mittelstand so viele Probleme hat, jetzt selbst innovativ zu werden und was aus Daten zu machen? Ich glaube, das kann man zurückführen auf 2 bis 3 Gründe. Hängt dann wieder ab von Industrie zu Industrie. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass noch diese Mindset im Kopf der Leute entstehen muss, dass sie auf diese ganzen Daten, die man mit offenen Armen rausgehen. Ja? Gerade wird das immer noch ein bisschen so auf die leichte Schulter genommen. Die Leute schauen sich das an und sagen, okay, ja, Daten auswerten, das können wir wieder auch. Dann stellen wir 3 Leute ein, die Software studiert haben und dann machen wir das selbst was. Ja. Kann funktionieren, haben wir aber aus Erfahrung noch nicht jetzt gesehen, dass das jetzt Unternehmen sind, die es so geschafft haben. Als zweites jetzt auch das Thema, wie geht man daran? Ja, diese Unternehmen sind ganz traditionell bekannt geworden, indem sie Produkte bauen. Und das klassische Ingenieurwesen, ich bin ja Elektrotechniker vom Hintergrund, geht immer davon aus, du baust dir ein System, wenn du das ganz genau kennst und dann ganz genau die Requirements kennst und darauf basierend baust du dir dann deine Maschine oder deinen Roboter, egal was du dann bauen willst. Ja. An der Datensache, aus der Analytik, geht man ein bisschen anders dran. Und das klassische Analysedenken ist, ich habe eine Reihe von Daten, eine Masse von Daten und ich werte das mal aus, schau, was da drin geht. So. Und jetzt, da finde ich, ist auch so ein Punkt, wo diese Ingenieursbetriebe nicht auf den Gedanken kommen, das alte Ingenieursgedanke, also ein System zu verstehen, Requirements, Hypothesen aufzubauen, zu matchen mit vielen Datenmengen. Das heißt, man muss immer von oben nach unten ein System ingenieren und nicht von unten nach oben, wie man aus der Datenanalyse kennt. Und sie verlassen sich dann ein bisschen auf, was so die Theorie der Informatik lehrt und gehen nicht mit dem klassischen Ingenieurgedanke an das Thema Auswertung Daten. Und das Dritte, das passt aber nur auf ein paar von den Betrieben, ist das ganze Thema des Geschäftsmodells. Es ist sehr, sehr schwer, ein Geschäftsmodell zu innovieren oder ein Geschäftsmodell zu digitalisieren, wo du sehr wenig Kontakt mit deinen Kunden hast. Ja. Und das sehen wir so bei zum Beispiel Pumpenhersteller. Meistens sind das Devices, die vertrieben werden durch andere Distributoren und dann ist der Kundenkontakt sehr, sehr weg. Das heißt, was wir hier vorschlagen ist, unseren Kunden, versucht so viel wie möglich Kundenkontakt aufzunehmen von Anfang an, versucht zu verstehen, wie eure Produkte benutzt werden, wie ihr eure Produkte verbessern könnt und dann könnt ihr auch neue Geschäftsmodelle kreieren oder im Feld rausbringen, die für euch dann einen Mehrwert schaffen. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Wenn ihr mehr wissen wollt über Mittelstand, über Startups, dann kommt am 28. Juni zum 5. Corporate Startup Meetup München. Mehr Informationen auch über Vlad, über Konox und über das Event erhaltet ihr unter www.corporate-startup-münchen.de. Wir sehen euch. Ciao.